Sorry, Leute. Sollte ja im besten Fall auch mehr Travel als Work sein. So ist es. Ja, Leute, ich bin ja jetzt seit Oktober unterwegs. Wir waren ja 4 Monate in Byron Bay. Heute sind wir wieder in Byron Bay. Morgen geht es aber weiter. Wir haben genug Zeit hier in Byron Bay verbracht. Aber ein wunderschöner Ort. Wir haben hier gerade schön noch Slice Pizza gegessen. Ne? Ganz wichtig. Gleich gibt es da noch Spaghetti mit Schinken-Sahne-Soße. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, klar, wer kennt es nicht? Ja, das wird dann gleich erstmal vernascht. Und Leute, es ist alles ein bisschen hin und her heute. Wir haben wieder richtig den Stress gehabt irgendwie, weil wir gesagt haben, okay, wir verschicken einen Koffer, weil das einfach sonst zu viel ist, was wir wieder mitnehmen müssen und so. Dann haben wir einen Koffer fertig gemacht und so. Dann hieß es, okay, wir dürfen nur 20 Kilo verschicken. Ist in Ordnung. Dann haben wir den Koffer halt mit 20 Kilo gepackt, aber das war halt ein Akt, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Jedenfalls alles fertig gepackt, alles ready gemacht und es ist so arschteuer. Es ist so fucking arschteuer, so einen Koffer zu verschicken. Wir haben $370 jetzt bezahlt, um einen scheiß Koffer nach Deutschland zu schicken. Also, was ist das? Und wehe, der Zoll macht Mucken, weil dann ist vorbei, Leute. Gar keinen Bock mehr. So anstrengend alles. Aber egal, Leute. Koffer ist verschickt. Jetzt haben wir noch einen Koffer hier und einen kleinen Handgepäckkoffer. Ich hoffe, das reicht aus. Wir müssen das irgendwie alles in diesen Koffer reinkriegen jetzt. Zu viele Sachen gekauft, aber mal sehen, wie es wird. Und dann geht sie jetzt erstmal nach Brisbane. Dort haben wir dann hoffentlich die Tage, dass wir da eine Wohnung finden. Drücken wir die Daumen, weil wenn wir keine Wohnung finden, sind wir obdachlos. Aber wir finden eine Wohnung. Ne? Gehen wir mal vom Besten aus. Dann leben wir da erstmal, arbeiten dort. Oh, Brisbane ist mega. Ich freue mich schon mega drauf. Ich bin gespannt, wie es dort ist. Ich fand Sydney bis jetzt am besten von den Städten mäßig her. Und ja, keine Ahnung, Leute. Es ist alles so stressig, weil man nicht weiß, was als nächstes passiert. Ja, ich weiß nicht, da wohnt deine Tante. Können wir bei ihr wohnen? Ja, man weiß halt nicht, was als nächstes passiert jetzt gerade. Und das stresst einen ein bisschen, weil man nicht weiß, okay, wo, guten Morgen, Tobias, wo man jetzt nächste Woche wohnt. So, wo leben wir? Klappt das überhaupt? Oder fliegen wir doch nächste Woche schon nach Thailand? So, man weiß es nicht. Es kann sein, dass wir nächste Woche nach Thailand für 3 Wochen fliegen und dann schon wieder nach Deutschland fliegen, wenn wir jetzt nichts finden. Wenn wir jetzt was finden und einen Job finden, dann arbeiten wir hier wahrscheinlich noch 1, 2 Monate und dann gehen wir nach Thailand und dann nach Deutschland. Aber es steht halt nichts fest und das ist so das, was ich mittlerweile. Es fuckt mich mittlerweile einfach ab, dass man einfach keinen Standpunkt hat, wo man sagt, okay, das und das passiert jetzt, sondern es passiert alles so, okay, du weißt jetzt nicht, was morgen passiert und das ist so das, was mich gerade ein bisschen. Ja, Stress. Aber ich kann mich nicht beklagen. Ich bin eines der schönsten Länder der Welt hier, oder? Aber es ist trotzdem anstrengend, weiß ich nicht. So. Ach, keine Ahnung. Wir werden sehen. Oh. Das Ding ist, wir hätten einfach früher schon planen müssen, aber wir wussten halt nicht, wie wann was passiert, ne? Du bist mega hübsch. Dankeschön, Tobi. Leute, danke, dass ihr so fleißig auf den Bildschirm drückt. Alter, wir haben die 45.000 geknackt. Boah, krank. Alter, Leute, wir haben die 45.000 geknackt. Wie heftig schnell das gerade geht. Unnormal. Was machst du heute noch? Puh, steht noch nicht fest, ehrlich gesagt. Wir werden sehen. Also, wir werden essen. Ich denke, wir werden gleich einfach essen. Ich mache meinen Livestream dann aus. Ich muss runterkommen, Leute. Das war der stressigste Tag in meinem Leben, Alter. Dann chill ich mich da hinten rein. Guck noch eine Folge Bachelorette, weil ich habe extra welche aufgespart. Bachelor meine ich. Und dann chill ich mein Leben, Leute. Ich werde so meine Eierstöcke schaukeln. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Hi, Frankie. Dankeschön fürs Blümchen. Kannst du türkisch reden? Ich wünschte, ich könnte, aber nein. Es ist 18:27 Uhr und danke, dass du so fleißig auf den Bildschirm drückst. Vielen, vielen Dank. Hey. Hi, Dan. Was geht? Wie spät ist es bei euch? Immer noch 18:27 Uhr. Wieso fahrt ihr nicht weiter? Weil wir dann wieder einen Campingplatz und so raussuchen müssen und hier können wir ja so stehen, ohne was bezahlen zu müssen. Hier ist ja Familie. Ja, wir machen eine Rundreise. Also es geht nur noch bis zum 8.
Wir sind ja seit dem 13. schon unterwegs, seit dem 13. Februar. Das war eine lange Zeit, das sage ich euch. Ah ja, Stücke schaukeln, ja, Leute. Was hast du heute gemacht? Wir sind Auto gefahren. Ich habe nach Wohnungen gesucht. Ich habe. Was habe ich alles gemacht? Ich habe mich um die Mädelsgruppe gekümmert, dass die da wieder läuft. Leute, da waren irgendwie solche komischen Mädels drin, die da einfach nur Stress gemacht haben. Habe noch eine neue Snapchat-Gruppe gemacht. Jetzt läuft wieder alles. Ja, keine Ahnung, Leute. Ich bin halt ultra müde, ne? Seht ihr mir wahrscheinlich auch an. Ich habe die letzte Nacht kaum geschlafen. Ich glaube, ich war bis 3 Uhr morgens wach, weil ich nur Wohnungsanfragen geschickt habe. Ich habe mir, ich weiß nicht, wie viele Wohnungsanfragen. Ich habe halt eine Wohnung. Ich habe mich so extrem in diese Wohnung verliebt. Das ist so eine ganze Wohngemeinschaft. Da sind noch mehrere Wohnungen frei. Und Leute, drückt mir die Daumen, dass ich diese fucking Wohnung kriege. Ich bin so ultra verliebt in diese Wohnung. Ich will die haben. Ich will die haben. Ich träume davon. Ja, dann musste ich halt aber droppen, dass ich ja in Australien bin. Und dann sagen die meisten, ich sag nein zu dir. Und dann, ja. Was soll ich machen? Keine Ahnung, Leute. Es ist einfach nur traurig. Daumen sind gedrückt. Dankeschön, Jennifer. Ja, ich die Wohnung, perfekte Lage. Jim ist 10 Meter davon entfernt. Ich kann so rüberlaufen, Leute. Dann kann ich nicht mehr sagen, nee, ich weiß nicht, wie ich zum Gym kommen soll. Funktioniert heute nicht, dann muss ich. Ich habe keine andere Wahl. Das Gym ist 10 Meter entfernt oder so. Das ist die beste Wohnung, die beste Lage. Ich fahre, keine Ahnung, 10 Minuten zu meiner Oma, nicht mal mit dem Fahrrad. Leute, perfekte Wohnung. Ich brauche die. Das ist komplett neu bei Erstbezug. Oh, ich halte es nicht mehr aus, ey. Dieses Warten, bis sie dann antworten und so. Vor allem er hat geantwortet wegen Wohnungsbesichtigungstermin und ich musste nur eine Mieter. Wie heißt das nochmal? Mieterauskunft. Eine Mieterauskunft musste ich nur ausfüllen. Und da konnte ich fast nichts ausfüllen, weil ich habe keinen Job in Deutschland. Ich habe keine Wohnung in Deutschland gehabt. Ich kann nichts ausfüllen. Und dann meinte ich so, ich bin in Australien, ich kann nichts ausfüllen. Ich habe dann das ausgefüllt, was ich konnte und habe es dann abgeschickt. Und bis dahin hat er, danach hat er nicht mehr geantwortet. Und ich war so, fuck. Die Wohnung ist erst ab Juni verfügbar und das ist halt perfekt, Leute. Das wäre so perfekt, dann hätte man hier gar keinen Stress. Man würde hier noch 2, 3 perfekt. Aber die Vermieter wollen ja immer alle persönlich sehen, Leute. Telefoniert doch einfach. FaceTime ist doch das Gleiche heutzutage. Mensch, ey, ich kann nicht mehr. Leute, ich habe es genauso geschrieben. Aber es ist halt so, wie schreibt man, dass es gut klingt? Die haben da alle keinen Bock drauf. Ich heule, ich habe so keinen Bock mehr. Es ist so anstrengend, Leute. Es raubt mir so viel Kraft einfach. Hätte ich jetzt eine Wohnung in Deutschland, ich wüsste, Mai, Wohnung in Deutschland, ich wäre happy. Ich wüsste, ich kann es jetzt hier richtig genießen. Ich weiß, dass alles gut ist jetzt. Nee. Das Ding ist, eine Wohnung kriegen in Deutschland ist halt nur einfach, wenn man in Deutschland ist. Und ich bin jetzt nicht in Deutschland. Aber ich kann auch nicht nach Deutschland gehen, wenn ich dort keine Wohnung habe. Wisst ihr, was ich meine? So die dickste Zwickmühle. Ich kann meinen alten Vermieter schreiben, aber ich weiß auch nicht. Das ist so weird. Nina, was geht ab? Wir gucken mal, Leute, was wird. Drückt mir einfach die Daumen. Wie lange seid ihr schon aus Australien? Seit Oktober. Alter, was das Handy heißt. Ja, es sind auch wieder zwei Dinger verbunden.